Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Showdown. Wir spielen heute wieder im OUST und das mit dem gleichen Team wie letzten Part. Aber ja, wir gehen kurz nochmal auf das Team ein. Das Team besteht aus Kaporiki, Landrus T, Mega Sterox, Katagami, Victini und Guayusu. Wir haben in diesem Team 5 Voltern Pokémon, also Pokémon, die entweder Voltwechsel oder Kehrtwende kann. Kaporiki kann Volt Switch, Landrus T, Mega Sherox, Victini, Greninja können U-Turn. Wir spielen Walbahn, Avalglas, Kaporiki, physisch defensives Landrus T, denn ich wollte ein Volt Turn, ein Pokémon, was die Kehrtwende drauf hat und auch noch Zahnschen rauslegen kann und wollte auch die meisten physisch defensive Pokémon. Dann wollte ich ein Pokémon, was die folgen kann und auch noch Volt oder Volt Switch oder Kehrtwende kann. Da habe ich mich für Sherox entschieden, ein physisch defensives Mega Sherox, passt am besten zu diesem Team. Dann haben wir einen Sweeper, einen Setup Sweeper, nämlich Katagami mit dem Fight MC, dass wir Set Sacred Sword raushauen können für Stahl, Pokémon, Celesteeler, Panzer Aeron, Heatran oder Tentakel zum Beispiel und voll offensiv. Wir spielen hier Abschlag über Smart Strike, denn ja, wir brauchen eine Stahlattacke, denke ich. Knockoff ist besser in diesem Team und wir haben schon eine gute Stahlattacke auf ein gutes Stahl-Pokémon. Dann spielen hier Walbahn Victini. Walbahn Victini soll unser Wallbreaker in diesem Team sein. Es soll einfach reinhauen mit Set, mit V-Grade oder einfach uns die Switch Advantage mit U-Turn holen und wenn das Elektro fällt, draußen nicht durch. Kaporiki wird Bolt Strike auch nochmal geboostet, was uns auch wiederum sehr helfen wird, denn halt haben wir Stat unsere Wahl. Natürlich voll offen. Und dann spielen hier noch wir spielen hier noch ein Walschalk bei Jutsu mit Rock Slide für Feuer-Pokémon wie zum Beispiel Volcarona oder Glurak. U-Turn für das Switch Advantage, Ice Beam für Zygarde, Landrus T, Knackrack und Gangshot spielen wir für die ganzen Feen-Pokémon wie Pixie oder für die Tapu. Das war's, der Team Preview. Die Team Preview war schneller, denn wir haben letztes Part auch mit diesem Team gespielt und da bin ich ein wenig näher auf das Team eingegangen. Aber ich denke, ich habe das Wichtigste über dieses Team gesagt, also 6 gute Pokémon, 5 Pokémon können Volt switchen oder Volt turn haben und das ist wiederum auch sehr gut. Leute, ich werde jetzt den ersten Gegner suchen. Leute, wir haben einen Gegner gefunden und er hat Mega Meditalis wahrscheinlich, Guayusu, Landrus T, Magiana, Boreus T und Katagami. Er hat in diesem Team wieder mehrere physisch offensive Pokémon mit Mega Meditalis, Landrus T und Katagami. Wir werden mit Landrus T leaden, um die Tanschen herausholen zu können und den Betrohr auf Mega Meditalis noch zu haben. Und jetzt gehen wir, würde ich mal sagen, in Sherox. Denn jetzt wird er Fake Out drücken. Ja, habe ich mir gedacht. Wir werden uns megern, um zu sehen, wie viel, und roosten, um zu sehen, wie viel High Jump Kick gegen unser Sherox tun wird. Oder wartet, wir kalken das, denn das ist, denke ich mal, besser. So, wir haben hier ein Scissor, ein Mega Scissor, was Utility ist, das Utility Set ist. Und hier haben wir ein Medichamp, Oyo All Out Attacker auf -1. Und er würde uns nicht zu Hit KO'n, was sehr gut ist, weil er auf -1 ist. Deshalb gehen wir auf U-Turn und er geht in Landrus T. Jetzt sehen wir auch, welches Item er auf diesem Pokémon hat. Okay, Boildenham, also ist das ein defensives. So. Was werden wir jetzt tun? Die Frage ist, ob von Victini Choice Band. Und hier haben wir Landrus T, physisch defensiv. Ein V-Grade ausreicht. Nein, schade. Dann gehen wir in Greninja und drücken U-Turn. Predicten, dass rauswechselt. Denn
Mir weiß sicher, dass wir Eisstrahl haben und dieses Pokémon one-shotten wollen. Und deshalb muss er jetzt rauswechseln. Und wir predikten das einfach und gehen deshalb auf die Kehrtwende. Und er wird jetzt wahrscheinlich sein Magianer gehen oder er hat die Balls und bleibt drin, obwohl er mit Magianern eigentlich... Ja, er muss in Magianer gehen, er verliert nichts, wenn er jetzt in Magianer geht. So sehe ich das. Auch wenn es ein offensives ist. Lanrus T braucht ihr eigentlich auch, würde ich mal sagen, wegen unseren Katagami und unseren Sherox, dass ihr irgendwas hat dafür. Und ja, wir predikten einfach mal, dass er rauswechselt und hoffentlich overpredikten wir auch nicht. Eisstrahl, ja, wir gehen auf U-Turn. Wir brauchen Greninja auf jeden Fall noch und ja. Dagegen überlegt lange, geht in Magiana. Nice. So, es ist ein Defensiv, das würde ich mal sagen. Wir gehen in Victini und können jetzt ein Z-V-Crate raushauen und jetzt verliert er ein Pokémon. Denn wenn er in Lanrus T geht, ein physisch Defensives Lanrus T ist langsamer als Victini und dann können wir Lanrus T rausnehmen. Also verliert er jetzt eins seiner Pokémon und er entscheidet sich für Magiana. Also, was sehr gut für uns ist. So. Unser Victini ist jetzt nicht schneller als eins seiner fünf Pokémon, wird Speed teilen mit Mega Meditales. Okay, es werden uns hier schnell. So, die Entscheidung ist jetzt, ob wir Victini sacken für eine Safe Switch oder ob wir es noch brauchen. Das ist hier jetzt die Frage. Er wird auf eine Wasserattacke oder auf Dark Pulse gehen. Da bin ich mir eigentlich sicher. Deshalb könnten wir in Greninja gehen. Tankt Greninja eine Attacke. Wir gehen mal davon aus, dass es ein Ash Byuzu ist. Oder. Ja, wir gehen mal davon aus, dass es ein Ash Byuzu ist. Wir haben hier einen Greninja. Und hier haben wir einen Greninja natürlich. Und hier haben wir einen. Sagen wir mal All Out Attack, ändern das zu Choice Specs. Und wir würden eine Attacke tanken. Blutpumpe macht höchstens 60% von. Wir sind da schneller mit der Kehrtwende. Blutpumpe geht daneben. Er bekommt kein Protein. Er wird nicht zu Wasser wegen Protein. Also, ja. Gut, wir gehen auf Kehrtwende. Bekommen die Switch Advantage. Oder verliert sein Greninja. Beides ist für uns sehr gut. Wir sind schneller, weil wir einen Schwarzschall tragen und der wahrscheinlich ein Ball Glas trägt. Also, ja, wie man hier sieht, dieses Team ist sehr gut. Es wäre einfach eine Voltion-Kombination. Wir bekommen eigentlich meistens die Switch-Advantage. Lanrus T, okay. Tornadus T, okay. So. Jetzt frage ich mich eigentlich gerade Tornadus. Wie spielt man Tornadus Terrien? Sagen wir einfach mal Life Orb. Würde uns das unser Victini besiegen? Wahlband Victini. Würde uns Knockoff zur Sicherheit nicht killen? Nicht Crescent, sondern Knockoff. Würde uns Knockoff killen? Wenn er offensiv wäre, würde uns es killen? Oder auch nicht einmal? Egal, wir gehen auf jeden Fall in Victini und gehen auf V-Crate und jetzt wird er wieder ein Pokémon verlieren, worüber ich mich sehr freue. Und Knockoff, okay, jetzt verliert er sein Tornadus T und er hat sogar Knockoff. Und er hat speziell offensives Investment und kein physisch offensives. So, Lanrus T. Wir gehen auf V-Crate, sacken jetzt somit unser Victini und wir machen ja noch 35%. Der Schaden ist okay. Es hat zwei Pokémon rausgenommen. Haben wir nicht gebraucht. Der hat jetzt auch noch overpredicted. Was für uns sehr gut ist. So. Ja. Wir werden jetzt einfach Victini sacken. U-Turn. Welches Pokémon wird unser Gegner gehen? Die Tarnstein treffen kein Pokémon von uns sehr aktiv. So. Medichamp. Ja. Wir gehen jetzt in unser Lanrus T oder mal. Okay. Überlegen.
Also, Eisstrahl können wir das Lanrus-Tier rausnehmen und das Katagami auch, würde ich mal sagen. Ja, wir gehen in Lanrus-Tier und gehen auf Erdbeben. Er wird auf Fake-God und auf Eispunch gehen und wir werden beide Attacken, würde ich mal sagen, tanken und er bekommt ja auch noch Beulenhemmelschaden und dann könnt ihr ihn vielleicht auch mit Erdbeben rausnehmen. Er könnte auch in seinen Eispunch tanken, mir nice. Zum Glück ist er nicht auf Fake-God gegangen und jetzt, wenn er uns rausnehmen will, bekommt er durch Beulenhemmelschaden, nimmt sein Mega Meditalis raus, aber ich predikte, dass er in sein Lanrus-Tier geht, deshalb gehen wir auf HP Ice und somit mit HP Ice verlieren wir auch nichts. Quajutsu kann er nicht gehen und er verliert jetzt somit sein Mega Meditalis. Nice! Vor diesem Pokémon hatte ich am meisten Angst, einfach wegen Fake Out. So, wir gehen in Greninja, unser Choice Scarf Greninja. Und wir gehen jetzt auf U-Turn, bekommen die Switch Advantage. Wenn er drin bleibt, verliert er sein Pokémon. Er geht in Lanrus-Tier, okay. Und wir können jetzt in Katagami gehen, würde ich mal sagen, und Knock-Off drücken, einen Pokémon das Eis abzuschlagen. Und wenn er drin bleibt, bekommen wir einen Boost im Angriff, was ja auch wiederum sehr gut für uns ist. So, wir gehen auf Sacred Sword und wir tanken diese Attacke sogar mit 1%. Also, Katagami ist besiegt. Jawoll. So. Und er hat jetzt nur noch Quajutsu. Wir haben einen Wahlschalt Quajutsu, somit outspeeden wir ihn. Er trifft sogar nicht einmal mit der Hydro-Bombe uns. Diesen Kampf haben wir 4:0 gewonnen. Das war ein guter Kampf, würde ich mal sagen. Und Leute, ich werde den nächsten Gegner suchen. So Leute, ich habe den nächsten Gegner gefunden. Er hat ein Latios. Lanrus-Tier, mega schlapper wahrscheinlich. Dann noch Magiana, Bayouts und Heatran. Wir werden mit unser Lanrus-Tier leaden. Ich denke, das ist der beste Lead. Er fängt mit Greninja an. Oh, das war jetzt nicht so ein guter Lead. Ja, wir gehen in Kaporiki, hoffen, dass er auf Yuten oder auf Spikes geht und nicht auf Gangshot. Ich denke nicht, dass er auf Gangshot gehen wird. Und ja, Kaporiki wird was tanken und wir werden gleich sehen, ob er einen Warschall trägt. Und wow. Wow. Okay, trifft gleich 5-mal mit Water Shuriken. Es ist ein Wahlglas. Pokémon. Gut zu wissen. Jetzt dürfen wir kalken. So. Hier haben wir ein Greninja. Sagen wir einfach mal All Out. Tech statt ein Life Orb. Ein Choice Bags. Und er spielt hier Water Shuriken. Water Shuriken. Okay. So. Haben wir ein Pokémon, was zwei Water Shuriken tanken? Was ist mit unseren eigenen Greninja? Choice Scarf Greninja. Er bräuchte. Mit 3 Hits würde er uns 28% höchstens machen. Also, ja, wir gehen jetzt in unser Greninja. Hoffentlich trifft ihn nicht wieder 5-mal. Crit natürlich, wow. Er trifft zum Glück auch nur 2-mal. Wir gehen jetzt auf U-Turn, wir sind schneller. Vielleicht können wir das Greninja auch besiegen. Aber ich denke, er wird rauswechseln und so bekommen wir auch die Switch Advantage. Was ja auch sehr gut ist. Magiana, nice. Oder auch nicht, denn er hat ein Heatran. Reicht von Katagami, Katana, Z. Magiana, wir sagen einfach mal Magiana, Shiftgear, wir sagen einfach mal, dass es ein offensives ist. Und reicht dann Z Sacred Sword aus, um es zu besiegen? Nein. Wir gehen in Victini, predikten, dass er rauswechseln wird und gehen deshalb auf U-Turn. Wir predikten, dass er in Heatran geht und ja.
Das ist schon ehrlich gesagt ein wenig blöd. Er geht sogar in Heatran. Nice. So. Wir gehen dieses Mal in Katana und drücken Set Sacred Sword oder beziehungsweise auch All Pumping Out. Auf diese Attacke gehen wir jetzt. Also, er verliert es den Heatran, was sehr gut ist. Somit kann Victini jetzt safe immer Regrade rausholen und ein Pokémon ist in diesem Kampf besiegen, wenn er sich mit Magiane nicht setup. So, er geht in Greninja. Wir wissen, dass er ein Wildglas Greninja ist. So, die Frage ist, brauchen wir Katagami noch? Für das Lopunny brauchen wir Sherox oder Lanrus T noch. Sherox wäre eigentlich, glaube ich, besser dafür aufgehoben. Aber wir müssen jetzt ein Pokémon abwerfen, das ist klar. Aber welches Pokémon soll es sein? Soll es Kapuriki sein? Oder nicht? Kapuriki. Ich glaube, Kapuriki wird in diesem Kampf nicht so viel tun. Er geht sogar in sein Lanrus T und wir gehen auf HP Ice und sehen dann gleich, ob es ein Choice gab oder ein Defensives oder ein Z-User ist natürlich. Und mit HP Ice, denke ich, machen wir nichts falsch. Er geht sogar in Magiana. Okay. Wir gehen in Victini. Wir resisten all seine Attacken, außer er geht auf Donnerblitz. Donnerblitz wäre jetzt nicht so gut und wenn er auf Donnerblitz geht, soll er uns nicht paralysieren natürlich. Flash Cannon resist me und jetzt verliert er ein schönes Pokémon, denn wir sind Wahlband wie Great Victini. Wir machen jetzt guten Schaden, Lanrus T, wenn es defensiv ist, verliert es auch. Ja, er ist defensiv, wir sind nämlich schneller und können es mit dem nächsten V-Great besiegen. Ja, perfekt. Ja. Ja, ist sogar schneller. Okay, habe ich vergessen. Vergesse ich immer, dass wir ja. Ihr wisst schon. Wenn wir V-Grade einsetzen, Speed minus 1 bekommen. Das vergesse ich immer. Aber zum Glück ist auch Stealth Rock gegangen. So, brauchen wir Victini noch? Wir könnten es einmal noch reinbringen gegen Magiana, wenn er sich nicht boostet. Wenn wir ein Pokémon dafür sacken natürlich. Ist das eine gute Idee oder nicht? Wir gehen in Lanrus T, ich denke, das ist die richtige Wahl, was wir hier tun werden. Er wird wahrscheinlich auf Fake Out gehen oder auf Power Up Punch, okay. Wir gehen auf Erdbeben, um dann und dem Lopunny guten Schaden zuzufügen. Und wenn auf Ice Punch geht, ich denke, wir werden einen Ice Punch tanken oder auch nicht, weil er in sein Latios geht. Okay, so, die Frage ist jetzt, überlegen. Mich interessiert gerade, wie viel Schaden wir mit einem Scissor Utility gegen einen Lopunny Mega machen. Denn dann wissen wir, 3 Hits bräuchten wir, gut zu wissen. So, Latios. Kann uns Latios eigentlich Latios ohne einen Z, also wir sagen mal Choice Gap, kann es uns besiegen, Latios? Sagen wir einfach mal, wir haben hier Lanrus natürlich. Was mache ich denn da gerade? Defensiv und er würde mit einem Drakons nicht killen. Mit der Kehrtwende würden wir guten Schaden machen. Deshalb gehen wir mit der Kehrtwende raus und Surfer. Ich will gleich sehen, ob das wirklich Choice Ghast ist. Statt so, Surfer macht circa 60 bis 71%. Ja, er bekommt sogar Max Damage. So, wir gehen in Greninja, bekommen Tarnsteinschaden, ist uns egal. Aber wir sind schneller, weil wir den Schwarzschalt tragen, können dann das Latios besiegen. Oder wir bekommen die Switch Advantage. Beides ist mir recht. Er geht in Magiana sogar. Perfekt, jetzt können wir sogar noch einmal Victini reinholen und er verliert jetzt wieder ein schönes Pokémon. Was wieder für uns sehr gut ist. So, welches Pokémon? Er wird jetzt wahrscheinlich in Latios gehen. Kann ich mir gut vorstellen. Und er sackt auch sein Latios, oder? Perfekt. So. Welches Pokémon wird unser Gegner jetzt gehen? Welches? Greninja, okay. Dann bye bye Victini. Du hast guten Job getan, auf 2 Pokémon wieder besiegt. So.
Ich muss es kalken. Hier haben wir einen Cringer. Entschuldigung, Leute, dass ich in diesem Part so viel Kalk habe. Ja, wir spielen hier natürlich um zu laddern. Wir haben hier einen Choice Garf Cringer natürlich. So, Wortschwurig macht so viel Schaden. Er ist auf Wortschwuriken gelockt. Das ist gut zu wissen. So. Wir machen mit U-Turn fast genug Schaden, um es zu besiegen. Können wir mit Katana einfach einmal reinkommen? Wortschwuriken. Okay. Und die Tarnstände sind auch leider noch auf unserer Seite. Okay, es kann uns nicht besiegen. Und wir können einfach auf... Sollen wir jetzt in Katagami gehen? Die Frage ist, das ist wirklich die Frage. Ja, wir gehen jetzt einmal in Katagami und drücken Sacred Sword, mit jedem Pokémon guten Schaden zuzufügen, trifft Cringe und Lopunny sehr effektiv und... Ja... Das Ash Greninja macht uns wirklich noch... Ja, dieses Pokémon nervt einfach noch. Mich interessiert das gerade. Wie viel Schaden macht es zwischen 201 und 237 KP? Wir haben jetzt 244 KP. Sollen wir auf Sacred Sword gehen? Ja, wir gehen jetzt auf Sacred Sword und können es fast besiegen. HP Fire tankt mir nicht. Schade. Und wir gehen jetzt in Kaporiki, drücken Donnerblitz, um das Magiana zu besiegen. Und wahrscheinlich haben wir den Sieg in der Tasche, oder? Wir sind langsamer. So, auf welche Attacke geht er? Water Shuriken. Okay, wir gehen jetzt in Greninja. So. Und hoffentlich tankt mir einen Water Shurik, sonst sieht es schlecht für uns aus. 15%, wenn er nicht crittet. Wow. 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 Wenn er crittet, haben wir diesen Kampf wahrscheinlich verloren, außer Mega Sherox tanks ein Choice-Back Water Shuriken. Weil er 1 zu 24 crittet, hätten wir dieses Match fast verloren. Aber zum Glück gewinnen wir diesen Kampf noch 2 zu 0. Aber das war ein guter Kampf, muss ich schon sagen. Aber auf jeden Fall, Leute, das war's für diesen Part. Diesen Part haben wir noch 2 Kämpfe durchgeführt, aber das war definitiv ein spannender Kampf. Das würde ich schon sagen. Bis dann, ciao.